heute da ist Mr. Quiz Jörg Pilawa und den werde ich mal richtig auf den Zahn fühlen. Winfried oder besser gesagt Wutfried Glatzeder ist da, da freue ich mich auch. Dann Miss Platinum, endlich ist sie da und macht ganz, ganz tolle Musik. Alarm in der Hütte, sag ich euch. Und aus Wien, da wird's richtig, richtig toll. Meine Lieblingsband Bilderbuch. Oh, ich freue mich jetzt schon so. Was hast du mit Bergedorf? Bist du nicht Bergedorf? Nee, ja, ich bin ein bisschen Bergedorf. Ich bin zugereister Bergedorfer. Sage mir, ob es stimmt, dass wenn du Sekt trinkst, dass du dann kotzen musst. Ich finde Sekt ganz grauenhaft. Ganz schrecklich. Können wir was anderes haben als Sekt? Bier. Normales Bier? Ja, was dann nehmen wir denn? Zwei Bier. Och, willst du jetzt die Sorte wissen, meinst ja, du? Ach nee, das dürfen wir ja nicht sagen. Das weiß, wenn es einer wissen muss, dann doch du. Komm, wir rutschen hier rein. Ich habe ein wenig vorbereitet. Du mal rechts vor? Du musst ein bisschen da noch über, sonst spickst du mir die ganze Zeit da rein. Gibst du mir dann hinterher eine Seite davon? Ich gebe dir sogar beide. Das ist gut. Schlimm? Nee, finde ich cool. Du, guck mal, du siehst sofort schon Sekt da stehen. Ne? Sekt, genau. Schlimm. Guck mal, und da steht halt Bergedorf, weil überall stand im Bergedorf geboren. Nee, bin ich nicht. Aber ich lebe da ganz gerne, weil es ist grün, es ist draußen und es ist nicht City. Und Sekt ist ganz schrecklich. Und du wurdest immer kleiner. Dann sagen wir mal direkt Prost. Ja, auf den Schied, genau. Prost, Jungs! Hey, hey, hey. Schön ist, dass du heute noch jeden Tag mit deiner Mama telefonierst. Das hätte sie gern. Ich höre ein kleines Jahr, habe ich gerade ein ganz kleines Jahr gehört. Nein, das Tolle ist, ich habe eine tolle Mama und mein Vater ist ja leider sehr früh verstorben. Und die hat ihr Leben, ich meine, mein Vater ist gestorben 1986, da war ich gerade mal eben 20 und ein Keks. Das Gute ist, wenn man anruft, ist es ja noch so, als wenn man angerufen hat damals, als man 10 war. Dann heißt es, dann isst du auch genug und ja. Hast du Geld? Ja, genau. Ja. Und setz was mit der Wäsche auf, draußen ist es kalt, kalt und so. Das kennst du und das finde ich einfach schön. Nee, aber so oft ist das nicht. Du betest jeden Tag. Das tue ich für mich, ja. Abends so zum Abschluss noch mal so Revue passieren, was ist passiert. Mit Hände so auf der Bettdecke, all hands on deck und dann so drauf und lieber Gott, heute war vielleicht ein Tag. Also ich habe sie lieber unter der Decke, wenn ich ehrlich bin, die Hände. Bis das Handmännchen kommt. So. So, das tut man schon mal so im Schnelldurchlauf, ja. Mit den Händen, egal wo, und das tue ich. Ja. Gut, haben wir das auch? Ja. Stimmt es, dass du Medizin studiert hast? Ach Gott, ja. Ja, das ist auch so eine Geschichte, die wahrscheinlich ganz klein ist und über Jahre. Ich habe tatsächlich Medizin mal versucht, ja. Aber ich kann bis heute kein Blut sehen. Ich kann im Grunde auch keine Krankheit. Das wusstest du doch schon, als du dich eingeschrieben hast für Medizin. Ja, ich habe aber gedacht, vielleicht kommt das. Aber ich weiß, selbst im Prep-Kurs, im Grundstudium, wo man ja an den Totenwesen herumschneidet, stand ich in der letzten Reihe. Und wenn ich irgendwas machen musste, hatte ich die Hände da vorne, aber guckte nicht hin. Ich kann das überhaupt nicht. Schlecht. Und das war nichts. Nach oben gucken, während man operiert, ist, glaube ich, schlecht. Ja. Generell. Bei manchen Ärzten wäre es besser. Und dann hast du aufgehört und dann Politik und Geschichte gemacht? Mhm. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und deshalb musste ich ja zum Fernsehen. Als Leistungsfach war noch Physik vorher schon. Alles ein bisschen eklig. Ja, finde ich auch. Hattest du denn vor, Geschichte oder Politik damit beruflich irgendwas zu machen? Ich wollte eigentlich Lehrer werden. Das habe ich mir dann ganz nett vorgestellt. Und ich weiß noch, meine erste Vorlesung in Geschichte, das war hier an der Hamburger Uni, kam ich rein, da kam der Dekan rein und sagt, wer von Ihnen studiert auf Lehramt? Und 90% melden sich. Da sagt der Dekan, ja, machen Sie mal gleich einen Taxischein, da kriegen Sie nie einen Job. So, und da habe ich gesagt, und dann blieb irgendwann nur Fernsehen. Ne? Nee, vorher bist du aber ja, glaube ich, noch, ja. Hast du noch Fahrdienst gemacht für Harpe Kerkeling, kann das sein? Ich habe bei einer Agentur gearbeitet und ich habe unter anderem Harpe Kerkeling. War das so, was war denn das? War das für dich ein Urlaubsjob quasi? Oder? Ja, das war so ein Job neben dem Studium und ich habe in Hamburg auch tolle Leute. Ich habe Carlo von Tiedemann gefahren. Carlo sagt jedes Mal, wenn er mich sieht, Jörg, erzähl nie,
erzähl nie, was du mit mir erlebt hast. Warum nicht? Das wäre doch jetzt zum Beispiel so ein Ansatzpunkt. Das würde jetzt, das würden die Schentis jetzt gerne hören, ne, Schentis? Carlo. Weil Carlo kennen wir ja. Und wie sah das Auto bei Harpe Kerkeling aus? War der auch eher sauber? Weil Harpe selber sagt ja über die Zeit, ich war eine alte Sau, ich war berühmt und das Auto war immer sehr, sehr dreckig. Das Auto war sehr, sehr dreckig. Aber was man bei Harpe sagen muss, ist, wenn es abends zur Vorstellung ging, und ich meine, das war so eine Bädertour, da ging durch ganz Schleswig-Holstein von der Nordsee zur Ostsee rüber. Der hat jeden Abend minutiös jeden Auftritt geprobt. Und das fand ich großartig und deshalb bewundere ich den bis heute. Das ist ein echter Profi. Auch wenn das Auto nicht so aussah. Das damals war der ja auch erst Anfang 20. Ne? Hast du im Auto manchmal gesessen und gedacht, ich werde es auch schaffen? Ich fand das eher deshalb merkwürdig, weil die haben ja immer zu Zeiten gearbeitet, wenn ich eigentlich frei haben wollte, nämlich abends und am Wochenende. Das habe ich immer gesagt, das ist ja irgendwie ein komischer Job. Wenn die ganzen Freunde frei haben, musst du arbeiten. Also ich fand das irgendwie merkwürdig. Ich habe aber gutes Geld verdient und habe tolle Leute kennengelernt. Warst du jetzt auch nicht, hättest du dich selber so als Entertainer gesehen, wie Kerkeling? Oder? No. Also ich würde sagen, meine Frau ist die bessere Entertainerin, aber ich verdiene damit das Geld. Also das ist... Oh mein Gott! Ist es so, Irina, findest du das auch? Ja, ich finde auch, ich könnte auch ein bisschen mehr Geld damit verdienen. Das ist eher. Schon zu ich habe meine Frau als Entertainerin kennengelernt. Ja, ich habe versucht, aber... Nee, du warst großartig. Nee, das ist ja wirklich so. Ich hatte damals eine Trennung hinter mir und habe gesagt, ich möchte also erstmal Frauen. Nee, das ist nicht so mein Erfolgsrezept. Und da habe ich damals jetzt diese... Mal Männer, oder wie? Wenn Frauen nicht so dein Erfolg... Habe ich einfach auch nicht so. Also eine behaarte Brust am Morgen ist ja gar nichts. Also das fand ich... Nee, und dann habe ich damals diese Talkshow hier in Hamburg gemacht. Und da gab es ja mal vorher so ein Warm-up. Und da kam dann wirklich der Warm-upper, die ich alle sehr gut kenne, und sagte, Mensch, da gibt es jetzt eine neue, die wollen wir mal ausprobieren. Die macht bei dir in der Sendung mal so. Ja. Das heißt, dann hast du ja, Irina, das Warm-up für seine Sendung gemacht. Einmal. Ich war auch nicht lange da. Ich wurde dann auch schnell weggeheiratet. Ich habe sie weggeheiratet. Ne? Ja. Du, die ist nicht witzig. Könntest du die mal wegheiraten? Ja. Vielleicht sogar. Und dann kam ja relativ schnell auch das erste Baby dann. Ne? Jetzt nicht am nächsten Tag so ungefähr. Aber es ging relativ ungefähr 9 Monate später. Ja, nee, es war ein bisschen, es hat ein bisschen gedauert. Sie hat mich zappeln lassen. Ich hatte dann wirklich relativ schnell gesagt, die ist toll, die will ich kennenlernen. Und dann hatten wir uns irgendwie mal nach einer Sendung unterhalten und dann bin ich nur kurz aufs Klo gegangen, als sie wiederkam, war sie weg. So, und ich denke, das geht ja überhaupt nicht. Super Trick. Ja, das hat echt gezogen. Und dann musste ich ja die Nummer von ihr rausfinden und dann habe ich die Warm-Upper gefragt. Ich sage, weißt du, sie ist doch Lehrerin und ich arbeite gerade an einer Dokumentation. Da geht es um Problemstadtteile und die Schulen. Und ich wusste, dass Irina an so einer Schule tätig war, könnte ich ihre Nummer haben? Und die haben sich nichts gedacht. Die haben gesagt, ja, okay. Und dann habe ich sie angerufen. Und ich weiß nicht, dass das Telefon klingelt wie heute, weil Irina war, es war tierisch laut um dich herum. Und sie sagte plötzlich nur, ich weiß gar nicht, wer da ist, ich habe gerade einen Brautstrauß gefangen. Ich sage, wie ein Brautstrauß? Oh mein Gott, das da ist war's. So romantisch. Ja, den wollte ich gar nicht haben. Aber der fiel mir direkt in die Hände und da rief er gerade an. Und aber dass du mein Hochzeit ein Handy anhast. Ja. Das finde ich gut. Dann bist du ja irgendwann beim Daily Talk gelandet über 9.420 Sendungen lang, enorm lang gefühlt. Ja. Ich habe das damals noch mitgekriegt, weil es lief, glaube ich, immer in der Mittagspause. Da war ich noch in meinem normalen 11. Ja, ich glaube 11 bis 12. Hatte ich aber noch keine Mittagspause. Oder 12 bis 1. Irgendwie lief es immer so. Ich weiß nicht mehr. Du liefst in der Wiederholung nachts. Auch das. Ich habe mich neulich in der Wiederholung gesehen und mich nicht erkannt. Also auch. Ja. Wir werden nicht jünger. Du hast dir eine Insel gekauft, Wahnsinn. Das hat mich sehr beeindruckt. Und jetzt würde ich gerne wissen, du hast darüber bestimmt auch schon tausendmal erzählt. Ich wusste das nicht, ehrlich gesagt. Eine Insel, die ist wie groß? 4,5 Hektar. Okay, das hat mein Papa mir beigebracht. Das ist nicht so klein. 45.000 Quadratmeter. Das ist nicht so klein. Und du fliegst 6 Stunden, wenn du dahin willst. Mhm. Und diese Insel gehört dir. Du könntest jetzt darauf eine Party feiern. Du könntest machen, was du willst. Du könntest wir machen darauf, was wir wollen. Wir laufen nackend über die Insel. Du könntest auch Waffen entwickeln. Du könntest alles da, alles machen. Du könntest sagen, alles. Ja, also ich würde ausflippen. Ich würde wahnsinnig werden. Alles. Gibt es dann Recht? Gehört das zu Kanada? Das gehört zu Kanada, also, okay, das heißt, da liegt es ja schon irgendeiner... Das Tolle ist, meine Nachbarin ist Königin Elisabeth. Weil das gesamte Land ringsherum gehört der englischen Krone. Okay. Das finde ich schön, dass man neben der Königin so quasi. Und dass das natürlich nur 6 Stunden Flug entfernt ist und ihr da immer nackt rumläuft, wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, wenn das hier gesendet wird, dann ist das vorbei. Wieso kann man mich nicht mehr sehen? Also, oder bin ich so unansehnlich? Doch, aber willst du das?
Ach. Wäre das doch, würdest du das nicht ganz schrecklich finden, so ein ja, Paparazzi-Fotos ja von Irina und wenn wir zwei denn da so liegt, irgendwie in Badeanzug. Nein, aber das ist doch, will man doch nicht. Nein. Ich würde das ganz gerne machen. Nein, überhaupt nicht. Und keiner sieht das. Und kein, ach, scheiße, das ist natürlich auch doof, wenn man will und keiner kommt. Das ist ganz schrecklich. Das stell ich auch schrecklich vor. Und wenn man ankommt und war denn drei Monate nicht da, ist es denn nicht alles total klamm und so? Auch, ja. Du bist doch auch so gern auf Amrum. Ja. Hättest du nicht Amrum kaufen können? Das müssen wir mal fragen. Das wäre doch eine Idee. Einfach mal fragen, Schleswig-Holstein, was kostet Amrum? Nee, wir waren echt viel und gerne auf Amrum und hatten da auch ein kleines Domizil. Das Problem war, dass das so an einer Stelle lag, direkt am Watt, wo immer diese Inselbahn vorbeifuhr. Und diese Inselbahn hielt dann immer direkt vor unserem Haus und dann sagte dann immer, ja, und hier wohnt dann Herr Pilawa. Und als irgendwann meine Frau mit ihrer Freundin zusammen irgendwie dort im Badezimmer waren und die Zähne putzen, barbusig, sagten dann irgendwie, also hier müssen wir eigentlich nicht mehr sein. Das ist natürlich ein Problem, wenn du jeden Tag in der Glotze bist, so wie du, ARD, und ihr macht irgendwo Urlaub in Deutschland. Schwierig, ne? Und hattest du wahrscheinlich so einen Kaffee auf, dass du gesagt hast, ich will nicht mehr erkannt werden? Nein, das ist alles okay. Es sind halt immer so witzige Situationen. Ich war neulich beim Bäcker, da bin ich morgens hingejoggt und ich jogge wirklich schlecht. Das ist ganz furchtbar. Und ich sah mit 4 Tage Bart und ungeduscht und fern der Heimat wirklich schlecht aus. Und hinter mir so 2 ältere Damen, die sahen mich so und guckten mich so an und dann hörten sie mir eine, hast du mal gesehen, wie schlecht der Pilawa aussieht? Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Nee. Der hat bestimmt Probleme zu Hause. Ja, meinst du, der ist rausgeflogen? Ja, kann ja sein, ne? Mit 4 Kindern und so, das kann ja alles passieren. In einer Lautstärke, weil die auch nicht mehr so gut hören. Als wäre man kein Mensch, aber sie haben schon gesehen, dass du da bist oder haben sie es einfach gesagt? Und dann nein, die haben mich gesehen, weil ich direkt davor stand. Ich kaufte meine Brötchen und die Damen dahinter warteten. Ja. So, ja, der hat's auch nicht leicht. Guck mal, wie der aussieht, ne? Das ist, ja, es ist okay. Stimmt es, dass du hier in Hamburg eine Herrenboutique hast? Eine Herrenboutique? Nee, nicht? Nein, ich hab damals zu Schülerzeiten beim Herrenausstatter hier in Hamburg gearbeitet. Und da ist es ja, Schneider. Am Samstag habe ich immer Dienst gehabt und das war so im ersten Stock waren die Anzüge. Und ich war dafür die Anzüge zuständig. Und das ist immer das Gleiche, wenn ein Ehepaar reinkommt, man ist gut erzogen, sagt der Frau erstmal guten Tag. Mhm. Dann sagt man dem Mann guten Tag und dann guckst du den Mann an, was kann ich für Sie tun? Dann sagt die Frau, mein Mann braucht einen Anzug. Ja. Dann sagst du zu dem Mann, welche Größe haben Sie denn? Mein Mann hat 52. Du guckst ihn an und sagst, nee, der hat eine 26 plus. Also, so, und dann habe ich gesehen, dass diese Männer eigentlich alle unglücklich nach Hause gehen. Die haben tierisch viel Geld für einen Anzug ausgegeben und der saß nicht. Nur weil die Frau irgendwie aus ihrem mittlerweile in die Jahre gekommenen, etwas korpulenten Mann einen George Clooney machen wollte und das einfach nicht geklappt hat. Ich habe gesagt, lass uns doch mal versuchen, ob wir Maßkonfektion machen können. Also es ist keine Maßschneiderei, sondern es gibt Musterteile, in die die reinschlüpfen und wir optimieren die dann. Und das muss nicht teurer sein, als wenn ich jetzt zum Herrenausstatter gehe. Und das machen wir hier in Hamburg. Das heißt, es gibt so 5 Ständer. Der eine heißt mit Bauch, ohne Bein. Das andere heißt ohne Bauch. Mit Buckel, ohne Bauch, mit Buckel ohne Hintern. Genau. Also alle, also die ganz das, normalen was Problemfälle. Es geht ja dann auch der Hintern weg beim Mann. Der Hintern geht weg, der wird ganz platt und vorne weil fällt der wirklich natürlich so durch nach vorne kommt, weil der Hintern sagt natürlich nach so vielen Jahren auch irgendwann, mir ist langweilig da hinten, ich schieb mich jetzt auch mal, ich will auch mal was sehen. Genau. Viele trauen sich tatsächlich wirklich nicht und das liegt oftmals tatsächlich an der Frau, weil die auch irgendwann resigniert haben, sondern es ist halt so, wie es ist. Das ist so gemein. Schön, dass du das sagst, ja. Aber es ist echt ein bisschen so und das versuchen wir zu machen mit Herrensache und ich glaube, da machen wir ganz schön. Herrensache? Darf man Werbung dafür machen? Ja, hast du jetzt. Du bist ein Porsche-Fahrer. Nee. Also es gab aber diverse. Aber wo hast du denn das alles hier? Ja, ich habe alles. Aber du hattest mal einen Porsche, dann hattest du keinen, dann hattest du wieder einen, dann keinen. Ja, aber ich hatte mal einen. So, das jetzt tu nicht so, als ob ich jetzt irgendwas erzähle, was komplett. Ja, ich habe meine Midlife-Crisis mit Anfang Mitte 30 genommen, wo ich dachte, das wie ist war toll. Das, Irina? War ich da schon? Warst du da schon da? Mitte, Anfang 30? Ja. Ja, ich hab, also du hattest mal einen, als wir ganz jung waren, das stimmt. Das stimmt. Nee, ich hatte wirklich, habe ich immer von geträumt und dann habe ich Irina kennengelernt und da hatte ich gerade einen und dann sind wir das erste Mal, unser erstes Date, was wir gemacht haben, sind wir zum Fußball gefahren, ja, zum HSV. Porsche. Ja, und da war das, haben wir das, ja.
Ja. Es ist auch so lustig, nee, dass Männer immer denken, wenn man sie kennenlernt, nein, und sie sagen, ich hol dich ab. Und dann kommen die mit einem Porsche. Nein. Ich würde ganz schnell mich, ich würde anrufen und sagen, mir ist gar nicht gut, tschüss. Ja. Weil ich würde mich gar nicht in Geschichte, so ein Ding setzen. Das die Geschichte wurde immer schöner. Die wurde immer schöner, weil wir fuhren dann auf das Stadion zu und dann kamen natürlich die ganzen Fans und einige erkannten mich und dann rief einer, hey Pilawa, du Schwuchtel! Ja? Ich sag, oh, dieses Date läuft ja super. Das Date läuft ja wie eine Eins. Und, aber das hat sich aber dann relativ schnell am Abend, glaube ich, noch relativiert. Du hast gesagt, ja, da hat er gerade Schwuchtel gesagt. Nein! Nein! So, und dann habe ich am Abend bin ich dann bei Irina in die Badewanne gefallen und hatte den Autoschlüssel von dem Auto in der Hosentasche. Und was ich nicht wusste, ist, dass hinter die gesamte Elektronik... Du bist einfach zufällig in ihre Badewanne gefallen, die aber voll war mit warmem Wasser und mit ein paar Teelichtern rundherum. Von langer Hand vorbereitet, Irina? Sie saß drin und ich war spitz wie Lumpi. Nein, das war einfach. Ich bin da, und dann war der Schlüssel kaputt und damit die Elektronik kaputt und das war dann... Er hat gerade gesagt, ich bin in die Badewanne gefallen, hat er doch gerade gesagt. Ausgerutscht. Ja. Aber die Geschichte des Porsches, heißt, es gibt nur eine sehr kurze, kleine Geschichte, Porsche-Geschichte. Ja, bin ich nicht so, bin ich frei von. Wir haben ja mit deiner Agentur, du hast eine Agentin, ne? Hab ich nicht. Du hast eine Frau, mit der man telefoniert, wenn man sagt, meint ihr, dass Jörg Pilawa mal in unsere Sendung kommt? Ja. Wer ist denn die Frau? Das ist Nicole. So, Nicole haben wir angerufen und haben gesagt, meint ihr, dass Jörg mal in die Sendung kommt? Ja, der würde kommen, aber eins sage ich jetzt schon, der macht nichts. Und dann habe ich gesagt, was heißt das? Und dann hat sie gesagt, ja, der würde nie im Leben singen. Weil sie will mich immer selber schützen, weil sie weiß, wie ich singen kann. Ich habe immer auf deinen Anruf gewartet. Ich wollte unbedingt singen. Das ist, ich glaube, du bist anders. Ich glaube, dass sie die Wahrheit sagt und dass du jetzt ihr in den Rücken fällst. Holt Nicole rein und fragt sie. Wo ist Nicole? Ich möchte. Kann Nicole bitte nur mal ganz schnell an den Tisch kommen, damit wir das kurz klären? Weil es tut mir dann so leid, weil ich gedacht habe, ach, wenn er jetzt doch irgendwie was singen möchte, dann habt ihr vielleicht irgendwas von Peter Maffay, was man vielleicht doch singen kann. Und es war Sommer. Zum Beispiel sowas. Wie schön wäre es gewesen, hätten wir das mal irgendwie gewusst. Jetzt habe ich den Text nicht. Da. Nein! Wir sind... Komm, wir setzen uns hier oben schon mal eben raus. Komm her. Wir machen nur ein bisschen. Irina, willst du mitsingen? Du triffst wenigstens einen Ton. Kannst du das, Irina? Ich kann super singen. Komm mal, willst du hier mal eben rauskommen in die Mitte? Nein, will sie nicht. Mikro und ich krieg auch ein Mikro. Es war ein schöner Tag, der letzte im August. Die Sonne brannte so, hätte sie's gewusst. Die Luft war flirrend heiß und um allein zu sein, sagte ich den anderen, ich hab heute keine Zeit. Dann traf ich sie und sah in ihre Augen. Ich war 16 und sie 31 und über Liebe wusste ich nicht viel. Sie wusste alles und sie ließ mich spüren. Ich war kein Kind mehr. Warum Nicole? Wollen wir, nachdem wir jetzt die Leute schon mal so in Stimmung gebracht haben, nicht vielleicht einfach mal die Bierdeckelchen einsammeln? Ich habe gesehen, dass deine Frau gerade ein bis zwei Bierdeckelchen in den Haufen gesteckt hat. Jetzt bin ich gespannt. Leg den mal oben drauf. Nein, ich weiß nicht mehr, wo er ist, deswegen wissen wir das nicht. Guck mal, kannst das ist du noch zu viel. Ohne Brille eigentlich? So ich habe Linsen drin. Ach so, okay. Ja, ich kann aber auch schon sogar auch mit Linsen nicht richtig mehr gut.
Warte mal, ich hundertmal so betrunken, dass ich führe den Satz weiter, was? Was? Ich war mal so betrunken, dass ich ... führe den Satz weiter. Dass ich nicht nach Hause gefunden habe und mein Vater mich im Vorgarten gefunden hat und mein Fahrrad zwei Straßen weiter. Das macht dich sehr sympathisch. Das war in der katholischen Jugend Poppenbüttel. So sind sie, die Katholiken. So sind sie. Nennen es Abendmahl und dabei ist es einfach nur sich trinken. Wahllos besaufen. Hast du schon mal was gestohlen? Hast du schon mal geklaut? Ja, ich habe mal was geklaut, tatsächlich. Im Skiurlaub war das mal. Da ist in Bad Gastein Udo Jürgens aufgetreten und der kam nach diesem Auftritt auf eine Alm, wo wir saßen und an dem Abend gefeiert haben. Und es kümmerte sich alles nur noch um Udo Jürgens. Das ist für einen Pilawa natürlich echt. Da war ich 12. Ach so. Ja. Mit meinen Eltern. Und dann haben wir Tischdecken und Aschenbecher, wie die Bekloppten, mitgenommen. Die haben wir heute noch. Ehrlich? Ja, ist aber verjährt. Gehst du auf die Sonnenbank? Nee. Nie? Nee, also ich bin früher mal, natürlich bin ich auch mal, aber seit ganz lange, nee. Braun ist auch so out, ne? Nee. Wobei ich sag jetzt manchmal zu meiner Aki, die mich immer anmalt, sag ich, kannst du mal die Füße so ein ganz bisschen braun machen, weil die sind dann so fleischeweiß hässlich. Mittlerweile geht's ja um die Flecken wegzumachen. Schweinchen rosa. Die Flecken, da habe ich ganze Fleckenstraßen, kriege ich hier. Mal gucken, was das sind Lebensflecken. Ich habe jetzt gemutmaßt, das sind Flecken, weil die kommen ja einfach. Jeden Morgen sind ja neue da. Ja. Und ich glaube, das kommt von oben als geheime Botschaft. Und wir sollen die verbinden. Und dann steht da, wenn man die verbindet, irgendwie, wir holen dich am 29.07. Das muss doch irgendeinen Sinn haben, oder nicht? Überall sind braune Flecken. Ich glaube, man soll die verbinden. Wir machen heute Abend Bodypainting. Ja, guck mal. Ja, ja. Man muss es wirklich mal mit dem Stift machen, ob da irgendwas rauskommt. Finde ich gut. Schöne Vorstellung. Also, wir gehen beide nicht auf die Sonnenbank. Wie ist dein Handy-Klingelton, aktueller Handy-Klingelton. Das kann ich dir sagen. Mein aktueller Klingelton ist die Melodie vom Starquiz von der ARD, was ich vor Jahren mal gemacht habe. Wie ist denn das? Ich musste immer. Ich bin so unmusikalisch, keine Ahnung. Hast du mein Handy da? Dann ruf mich mal an. Ja. Hast du dein Handy auch da? Nee. Bist du eigentlich auch jemand, der die ganze Zeit Nein, man kriegt ja schon so einen geknickten Rücken, weil man die ganze Zeit sieht man nur Menschen. Fährst du manchmal durch die Gegend und siehst, dass alle Menschen, die durch Hamburg laufen, auf ihr Handy gucken, während sie gehen? Ja. Ich finde das so und erschreckend. Sie gucken ja größtenteils enttäuscht. Enttäuscht oder so nichtige Nachrichten irgendwie dabei. Das ist Wahnsinn, also schätze ich mal. Das ist Wahnsinn. Und keiner guckt dir mehr in die Augen. Und ich wäre ja noch in dem Alter, dass man mir, wenn ich ihm so gegenübersteht, kann man mich ja noch mal angucken, wahrnehmen und sagen, hey, I do. Und das sieht aber gar keiner mehr, weil alle nur auf ihr Handy damit gucken. Genau so ist es. Ich kann mir vorstellen, dass alle auf ihr Handy gucken, man stirbt. Oh, das ist aber ganz schön. Das ist ästhetisch. Ist ja, ne? Oh, guck mal, es klingelt. Ach ja. Ja, das ist mein Klingelton. Kann man doch nicht singen. Nee. Soll ich mal rangehen? Achso. Das meine ich mit voll teuer. Oh Mann, ey. Musste diese schlimme Wurstwerbung wirklich sein? Hallo, wer war das? Ich war jung und brauchte das Geld. Das ist mit vier Kinder und so. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Wie schläfst du? Ich dachte, wo schläfst du? Achso. Wie schläfst du heißt wahrscheinlich, will jemand wissen, nackt. Mit Pyjama. Also mir ist sehr, sehr warm. Ich habe eine sehr dünne Decke, habe nie etwas an. Und meine Frau hat eine dicke Decke, eine Wärmedecke und viel an. Achso, das war nicht die Frage. Und wenn du nachts manchmal so rüberfährst, um zu gucken, ob sie noch da ist, habe ich Brandblasen wegen dieser Wärmedecke. Ja. Bei mir, ich bin da eher auch wie du. Ich habe eigentlich gar keine Decke. Ich würde gerne noch so ein Kühlaggregat haben, weil ich nur dabei bin, Fenster aufzureißen. Und es ist mir immer zu warm. Das hat, glaube ich, irgendwas. Du merkst es. Ich habe hinten auch hier die Mischung aus Klimakterium. Aber es war mir immer schon, überall schon zu warm. Ich muss auch immer die Füße draußen her. Am besten, wenn es nicht so pervers aussehen würde, hätte ich gerne Fliesen im Schlafzimmer, wo ich nachts die Füße so auf die Fliesen hängen könnte. Das wäre auch toll. Schön. Ja, bei mir gucken sie auch immer raus. Aber was ich mache, ist, ich lege die Decke so um meinen Kopf herum. Und das passiert auch manchmal, dass meine Frau nachts genauso lacht wie du jetzt, weil natürlich meine viel zu groß geratene Nase immer rausguckt als einziges. Aber ist dir denn da wieder kalt dann? Nein, aber ich finde, das ist dann so schön, ich fühle mich muggelig? Dann so, muggelig. Wie bei Mama im Uterus. Ja, eigentlich ist es so frühkindliche. Oder wie im Kinderwagen, ja, so mit der Wollmütze so ein bisschen. Aber ab hier guckt alles raus.
Naja, neulich war Jutta Speidel da und die hat immer das, die hat immer die Pyjama-Hose an und sonst nichts. Und ihr Mann hat immer das Oberteil, das Nachthemd an. Ja. Teilt ihr euch ein Pyjama? Nee, ne? Bist du ein Stubenhocker oder ein Partyhengst? Nee, also Partyhengst überhaupt nicht. Ja. Schreist du auch mal rum oder bist du immer nur so nett? Pass auf! Ja! Ne? Doch, nee, ich schrei auch mal. Das geht ja gar nicht. Steht dir auch nicht, lustigerweise, schreien. Irgendwie steht dir das noch nicht. Was willst du in 10 Jahren beruflich machen? Willst du aufhören? Nein, aufhören, ich mach den Job gerne. Frauen arbeiten, die hat bestimmt auch Bock, mal wieder irgendwas zu machen. Das ist ein großes Thema bei uns, ja? Ja, und also, du bleibst mal schön zu Hause. Ja, hast du völlig recht. Dann, Irina. Dann wäre Chaos pur bei uns. Ja? Ja. Ich bin sehr unorganisiert. Weil du mit den Kindern so free bist, dann wahrscheinlich. Und auch noch ein bisschen Kind. Es gibt jeden Tag Nudeln, das wäre auch nicht gut. Wann gibt's die erste CD? Also nach dem Abend heute, denke ich, Sie, um hier heute rauszukommen, müssen Sie die CD, die gerade gebrannt wird, nachher käuflich erwerben. Sonst kommen Sie hier nicht raus. Ich stelle mir nur gerade vor, wie deine Kollegin hinten stand, als wir sagten, sie soll mal kommen. Und sagte, nein, ich gehe da jetzt nicht raus. Ich wollte ihn nur schützen, dass er nicht singt. Und jetzt bin ich hier die doofe Kuh. Ja. Ich finde, wir hören jetzt mal Musik von einer Sängerin, die ich schon seit vielen Jahren sehr, sehr, sehr liebe. Sie heißt eigentlich nur Ruth, aber natürlich hat sie sich einen viel, viel cooleren Namen ausgedacht und hat jetzt ihr erstes deutsches Album gemacht, was ich natürlich sehr befürworte und noch toller finde. Und da ist mein Lieblingslied drauf. Dieses Lieblingslied heißt 99 Probleme. Und bitte begrüßt mit mir Miss Plättner! Als ich neulich aus meiner Wohnung kam, so kam ich überhaupt direkt auf dein Album, klebte an allen Mülleimern Miss Platinum ist tot. Ja. Dann habe ich meine Redaktion angerufen und gesagt, vielleicht kommt die gar nicht, Miss Platinum ist tot. Was war denn das? Sollte das, was war das, ein Gag? Nee, das ist kein Gag, sondern es geht darum, dass ich mich jetzt neu erfunden habe, dadurch, dass ich eine deutsche Platte gemacht habe. Also der König ist tot, der König, es lebe der König. Es lebe Miss Platinum, das ist der andere Spruch, genau. Und ja, dein alles Album ist ganz, ganz toll. Ich liebe das ganz toll. Ich persönlich freue mich extrem, dass du jetzt auf Deutsch machst, weil ich dann einfach schneller den Text verstehe. Es ist ein bisschen näher an so mir dran. So geht's mir auch. Und ist der Unterschied so groß, ob man Englisch singt oder dann Deutsch singt? Ja, doch schon. Also man steht einfach nackter da. So. Aber du hast so tolle Was Sachen aber ganz zu gut erzählen. Finde. Und das finde ich ist halt gerade dieser Text, der ist super. Ja. Und der Song ist super. Und der Sound ist vielen, super. Vielen und du Dank. Singst so toll. Ich bin Fan. Miss Platinum! Vielen Dank für die Einladung. Danke. Ja. Hörst du privat so Musik? So? Sowas wie Miss Platinum? Höre ich privat auch. Ich meine, wir haben 4 Kinder und die sind zwischen 3 und 16. Und da kann man natürlich dabei. Keine Musik mehr hören, wenn man 4 Kinder hat. Wobei, ich war neulich, ich bin ja groß geworden damals so, es ging mit Status Quo los und dann AC/DC. Und ich habe neulich gesagt, ich muss nochmal auf ein Status Quo Konzert. Und dann war ich hier in Hamburg. Was mir Mut gemacht hat, ist, dass man mit Mitte, Ende 60 noch 2 Stunden über eine Bühne hoppen kann und immer noch die gleichen 4 Akkorde wie früher spielen kann. Die haben aber alle ihren Personal Trainer, damit das noch geht und schlafen danach geht. Im Sauerstoffzelt, glaube ich. So wirksam. Die haben 2 Stunden Gasse. Stellst du nicht manchmal fest, dass es so leicht tragisch wird, doch so, dass man einfach sagt, man hält die Zeit nicht auf, will man das wirklich noch haben oder ist nicht, hat der liebe Gott uns nicht die Erinnerung deswegen gegeben, also dass Status Quo einfach auch so in Erinnerung bleibt, wie es mal wobei war? Wobei, bei Status Quo fand ich, ging es noch, weil die sind einfach gute Jungs. Ich habe das manchmal bei den Stones, wo ich sage, komm, jetzt ist doch, ich finde es gut, aber irgendwas auch gut. So. Ah, ja. Ne? Nee, aber klar, man hört alles und Musik ist schon was Tolles. Darf ich dir das mal geben, damit ich hier irgendwie runterkomme? Darf ich noch mal singen? Nein. Heute nicht, beim nächsten Mal vielleicht wieder. Komm gerne noch bitte mal wieder. Nicht, höre ich hier gerne aus noch mal. Den Reihen. So. Darf ich für euch mitsingen? Oh, ich würde das mal wieder nehmen, weil ich hole jetzt mal unseren nächsten Gast rein. Mach das. Ich freue mich sehr auf ihn. Alt wie ein Baum möchte er werden. Ich glaube, das kriegt er sogar hin. Alt wie ein Baum ohne Beschwerden. Dann hat er seine Rente wieder drin. Jo, oh, dann hat er seine Rente wieder drin. Begrüßt mit mir den einzigartigen Winfried. Winfried Letzniedler!
Jessica sehr. War ich mal bei dir irgendwann eingeladen? Nein. Ich würde dich jederzeit. Schweinebraten. Du hast gesagt, kein Mensch hält mich länger aus als 2 Stunden. So lange haben wir nicht. Das heißt, ich habe ein gutes Gefühl. Ja. Und stimmt es, dass egal wo du bist, du dir immer die Hände desinfizierst, weil du so Angst hast, ein hypochondrisch drauf bist und immer so Angst hast, dass irgendwo Bakterien sind und so? Nee, so schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht. Nein. Ich würde mal sagen, ich rutsche durch, du kommst mit. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Darf ich einen Wodka haben? Ja, unbedingt. Du kannst dich jetzt besaufen bis zum Gehtnichtmehr. Ja, mein Gefühl wird auch gerade ganz schlecht. Kann ich auch einen haben? Ja, dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt. Wodka für alle! Wodka aufs Haus! Ja, vor allem für die Shanties auch, die haben auch gerade nicht so gutes Gefühl. Winfried, ich finde, du musst, man muss dein Leben verfilmen. Ich glaube es fast gar nicht. Du hast eine Autobiografie geschrieben und ich kam aus dem Staunen gar nicht wieder raus. Hast du die eigentlich selber geschrieben oder mit jemandem? Ich bin der Meinung, ich habe sie selber geschrieben, obwohl ich sie nicht selber geschrieben habe. Ich hatte eine wunderbare, wie sagt man, Korrepetitorin, nein, wie nennt man das? Co-Autorin? Eine Autorin, genau. Und es ist mein Humor, meine Sicht auf die Welt und alles drin. Es ist so witzig. Ich war nur zu faul oder sagen wir mal, ich hätte es nie, diese Konzentration als Schauspieler hat man die nicht. Ich kann Texte lernen, 100 Seiten, aber ich kann mich nicht hinsetzen und 300 Seiten... Aber es ist so geschrieben, dass ich vor mir habe, wie man dein Leben verfilmt und dann original Auszüge aus dem Buch als Lesen dazu. Also man sieht die Bilder, Winfried wird geboren. Also da geht es ja schon los. Die Hebamme sitzt rücklings auf dem dicken Bauch deiner Mutter und quetscht ein unglaublich hässliches, so steht es im Buch, hässliches Fleischklopfkind raus, wie ein Furunkel. Die Mutter findet das ganz, ganz hässlich. Alles Nein, ist schlimm. Nein, sie findet das gar nicht hässlich. Die kriegt sofort Kindsbettdepression, es auch heute gibt. Du beschreibst es aber als, dann wird meine Mutter wird schwachsinnig, sagst du so ungefähr. Naja, also man muss ja ein bisschen humorvolle Worte für eine Schreck Zustand finden. Ja. Aber das Wort Kindbettdepression viel so weniger, sondern dass du wirklich sagst, die wurde wirklich, glaube ich, eingeliefert dann? Sie kam in ein Irrenhaus. Also heute sagt man Heim für geistig behinderte Menschen. Weil sie eine Depression weil hatte. Weil sie das eine Kindbettdepression Ja, aber die war ja damals relativ gang und gäbe eigentlich. Kannte man das die nicht damals auch schon? Heute noch. Ja, klar, aber gab es noch kein Bild damals aber dafür. Das Schlimme war, dann kam die TBC dazu, die zur Folge hatte, dass man ihr die Lunge rausschnitt. Vorher noch X-Pneus, das war, indem man Luft in deinen Brustkorb reindingst und die Lunge zusammendrückt, damit die Bakterien keine Kraft haben, sich zu vermehren. Horror. So, Mutter war dann quasi weg, aber zum Glück gab es Oma Ellen. Genau. Und Oma Ellen und eine Opa, verrückte Großmutter. Die war wunderbar. Verrückt, aber die war im positiven Sinne jetzt crazy. Die machte Hausmusik und hatte eine Freundin, die auch eine Verrückte war. Wo wir das Lied, wenn wir heute ein Lied singen, die hat am Berliner Ensemble die Mutter Pietschem gespielt. Ach, die war am Theater? Ja, das war die Tochter von einer berühmten Hermine Körner, von einer berühmten Schauspielerin der 20er Jahre. Anneliese Reppel hieß die und die Bienen haben immer gesoffen, wa? Und ich habe unterm Tisch gelegen und habe zugehört, wie die Witze gemacht haben. Ja, herrlich. Und die hat irgendwann mal gesagt, Winnilein, weißt du... Hat die so gesprochen? Ja, so eine ganz tiefe Stimme. Die hat die Mutter Pietschem gespielt. Die hat immer in russischen Märchenfilmen die Hexen synchronisiert. Ja, synchronisiert. Oh Gott. Synchronisiert. Das hat man ja noch vor Augen, die Filme. Ja, und dann hat sie gesagt, Winnilein, mein Kleiner... Wenn ich einmal ins Mikrofon rülpse, dann habe ich 100 DDR-Mark verdient. Da habe ich so eine Ohren gekriegt. Ich will auch. Ja, wirklich. Ich bekam 10 Pfennig die Woche. Aber stimmt es denn, du beschreibst es ja noch so, dass du dann trotzdem, obwohl Oma und Opa auf dich aufgepasst haben, dann waren die auf der Flucht, dann haben die dich mitgenommen. Dann musstest du trotzdem irgendwann ins Heim, weil du so unsympathisch warst? Nee, weil die auf Agitationsreise gingen und von den Vorzügen des sozialistischen, der neuen Idee, von dem Marxismus-Leninismus rum erzählt haben, um sozusagen die neue Zeit, das haben sie geglaubt. Also meine Großmutter nicht, aber mein Großvater. Und Oma Ellen, in die warst du immer sehr verliebt, sagst du, weil die roch so schön nach Wollust und Schalimar. Und deine Mama roch leider nur nach Kernseife und Desinfektionsmittel und du mochtest die Mama nicht so gerne und deine Oma mochtest du sehr. War das wirklich so? Ja. Weil irgendwann lebten ja, denn die Mama kam ja aus der Klapse wieder raus. Aus der Lungentuberkulose-Heilanstalt. Erst Klapse und dann Lunge. Klapse war dann vorbei, aber dann bekam sie das längere Leiden.
Und wie lange war sie denn? Entschuldigung, wie lange war sie so? Die war 10 Jahre erst in der Schweiz, dann ist sie in die DDR. Ja, 10 Jahre, bis sie ihr dann irgendwann so ein Pneu angelegt haben und die Luft rein. Und dann gab es ja Medikamente nach und nach. Und dann haben sie aber alles gebrochen, alle Rippen auseinander und ihr das rausgeschnippelt. Dann hat sie angefangen zu rauchen. Du wirst ganz weiß. Ah. Es wirkt jetzt alles so ein bisschen tragisch, aber du schreibst im Buch. Nein. Du schreibst es wirklich ganz toll. Ina, es ist so, wenn du was schreibst, ist immer die weite Vergangenheit einfacher zu schildern und auch eine humorvolle Sicht darauf zu haben. Ja. Je näher du in die Gegenwart kommst, wird es immer schwieriger. Ich glaube, es geht auch fast besser, wenn man mit Distanz einfach im Bett liegt und dieses Buch liest, also wie ein Roman quasi, als wenn man hier wirklich eigentlich gute Laune verbreiten soll in einer Late-Night-Sendung. Ja, und alle denken, oh Gott, die Mutter, der Vater tot, die Oma, die hing ja auch immer noch mit dem Kopf im Backofen und wollte sich das Leben nehmen. Also zweimal haben wir rausgeholt. Und du sagst, es war so anstrengend. Nee, wirklich. Ich weiß nicht, ob du da schon im Captain Blaubeer-Modus warst oder ob das wirklich alles so stimmt. Oder das stimmt, ob einfach alles so gut beschrieben ist. Ja, aber es ist ein Knaller. Wie heißt denn deine Biografie? Ich habe es gerade vergessen. Du hast die mit einer Kollegin geschrieben und sie heißt? Nein. Erstmal muss ich sagen, wenn eine Frau ihren Mann durch Tod verloren hat, dann fällt sie in ein tiefes Loch, weil sie die dumme Ansicht hat, sie könnte nicht alleine viel glücklicher sein. Nachdem eine Frau dann merkt, dass sie auch ohne Mann eigentlich freier atmen kann, gelassener mit ihren Freundinnen Spaß haben kann, nicht immer den ernsthaften Dödel da sehen muss, dann fing meine Großmutter an zu leben. Ja. Die hat sich ein Segelboot gekauft, die hat sich ein Wassergrundstück gekauft, die fing an zu trinken. Also die... hatte Freunde, ja. Also es ist wunderschön, was alte Damen, der Brecht hat ja geschrieben, die unwürdige alte Greisin. Das ist wirklich, welches Potenzial Frauen eigentlich haben, wenn sie nicht unter der Knute der Männer wie mir leiden müssen. Ja. Du bist wahnsinnig lange schon verheiratet, ne, mit Marion. Ja, aber wir haben eine Schicksalsgemeinschaft. Das ist nicht zu vergleichen mit anderen. Sie freut sich, wenn ich weg bin. Und ich habe ganz große Sehnsucht nach ihr, deswegen rufe ich andauernd an. Aber wenn wir dann längere Zeit zusammen sind, dann giften wir uns so an. Naja. Weil mit dir zusammenleben ist es so schwer. Ja, also ich wundere mich immer, warum sie das so schwer findet. Ich stelle mir gerade vor, du wärst mein Ehemann. Wir würden wahrscheinlich so wie hier zu Hause sitzen und ein bisschen picheln und über früher erzählen. Und so, du würdest zur Trinkerin werden. Ja. Du würdest dann irgendwann... Du würdest den Kopf in den Ehrhard legen. Ja, oder ja, wahrscheinlich. Dass du nichts trinkst. Ich würde sagen... Willst du noch mal ein frisches Bier haben? Ja, ich auch noch ein frisches Bier. Vielleicht. Bisschen, dann würden wir zwei frische Bier und für mich einen Gin Tonic bitte nehmen. Meine Frau hat mir geraten, nicht zu trinken, weil ich dann so aufmüpfig werde. Ja, aber ich will nur nicht. Ich fand dich immer ganz, ganz toll im Dschungel dann. Und dann, als du einmal dann geschubst hast, habe ich gedacht, oh nein, ich hätte Angst vor ihm, er darf nicht kommen. Nachher trinkt er und dann schubst er mich auch. Ja, das kann passieren. Wenn du eine schleimige Hand bei mir abwischst. Nein, das würde ich nie tun. Eben. Ich fand das nämlich das auch scheiße, wenn ich das mal sagen darf. Die hat respektlos vor einem alten... Alter ist schon scheiße. Und dann noch beim alten Mann so sich die Schleim ab... Das ist so, ich bin doch kein oller Putzlappen. Genau. Die hat mich in die reale Situation meines Alters zurückgeführt. Das konnte ich nicht zulassen. Hast du recht. Ich will ja noch ein bisschen Optimismus und Hoffnung haben auf... Dass man ich hat ja auch dargestellt, wie scheiße Fernsehen ist. Das war eine Szene und die haben sie wiederholt, ich glaube, 50 Mal am Stück. Gemein. Wollen wir noch mal ganz kurz wieder so ein bisschen, um chronologisch zu bleiben, zurückgehen. Du bist ein paar Jahre vor Grenzöffnung quasi weg, ne? Nee, 80 habe ich meinen Ausreiseantrag gestellt und anderthalb Jahre später durfte ich Und gehen. Erich persönlich hat den Stempel reingehauen in deinen Ausreiseantrag und hat gesagt, okay, machen wir, Erich. Nein. Einverstanden. Steht in deinem Buch. Nein, einverstanden. Ich habe alles gelesen. Nein, das hast du falsch gelesen. Einverstanden. Einverstanden, Erich. Weil der Chef Hager, der Ideologe, geschrieben hat, Glatzeder darf erst gehen, wenn alle seine Filme raus waren, damit nicht wir dämlich dastehen, wenn er schon in West-Berlin dann ist und jetzt einen Film hier Premiere hat und gar nicht kommt. Und wir müssen. Aber es gibt von Erich das Einverstanden Erich. Ja, okay. Aber das finde ich schon ganz schön lustig. Kann man das heute noch irgendwo sehen oder Natürlich, lesen? Ich habe die Stasi-Akte zu Hause. Das kann ich irgendwann mal versteigern. Und was stand da drin? Zu einem guten Zweck. Leider unkorrumpierbar. Nee, aber jetzt wirklich, weil ich habe noch nie, hast du schon mal von irgendjemandem eine echte Stasi-Akte in der Hand gehabt und gesehen, ist das spannend?
War das dann spannend, als du die in der Hand hattest und gesehen hast, ob sie versucht haben, dich zu manipulieren? Es war schmuddelig. Schmuddelig, aber kurios. Kurios, obwohl meine Frau immer zu mir gesagt hat, du siehst hinter jeder Ecke einen Agenten. Es war aber auch so. Es war in den Ansätzen wie heute. Und wir können gleich den Schluss zu Dschungelcamp. Ich habe im Dschungel jetzt mal begriffen, was NSE eigentlich mit einem bewirkt. Wir verändern unser Verhalten. Es wird eines Tages an der Kreuzung so sein, bei Rot gehe ich öfter über die Straße, wenn keine kleinen Kinder mit der Mutter neben mir stehen. Und dann wird sagen, Nummer 1.637.420, bitte bleiben Sie stehen, die Ampel hat noch nicht grün. Das verinnerlicht man und man wird das nächste Mal ganz folgsam da stehen. Und so wird es in vielen Bereichen unseres Lebens sein. Wir werden alle das Gefühl haben, oh, ich muss folgsam sein, es könnte ja sein. Und dann denkt man gar nicht mehr dran, wie im Dschungel vergisst man es auch, aber unser Verhalten verändert sich. Hast du es noch in dir so ein bisschen? Merkst du das noch in so Situationen, wenn eine Ampel rot ist und du gehst drüber, oder holst du dann tief Luft und gehst extra bei Rot? Extra. Ja? Vielleicht ist das ein bisschen ja, aber das. Aber wartet, bis rot ist. Ja, bis rot. Nein, steht doch. Ich gehe nicht bei Rot. Also ich habe meinen Kindern immer gesagt, grün ist eine Empfehlung. Deine Frau sagt auch, du bist so unglaublich geizig. Und das sagt dein Sohn auch. Du bist so geizig, sehr... Nee, das war dein nicht Sohn das Thema, sagt, was sehr, wir... Sehr, 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 sehr geizig. Du kaufst deine Schuhe immer bei Aldi seit 100 Jahren und deine Kinder haben sich immer geschenkt. Es ist eine Mehr, wenn die Leute sagen, im Alter wird man weise, gelassen, großzügig. Ich finde, ich werde... Du bist geizig. Und knauserig. Ich will das mal ein bisschen in einen Gesamtzusammenhang bringen. Hm? Geiz ist nur eine Sache, weil ich bin ein Nachkriegskind, das hat eine Ursache. Kaufst du wirklich immer all die Schuhe? Ja, aber für das Kompostieren. Jetzt auch? Sag mal. Nein. Das so. Ist, darf man Reklame hier machen? Ja, natürlich. Warte mal, Ina. Ich muss jetzt gar nicht, aber warte ich mal. Dachte, du hättest warte einfach mal. Immer warte ein mal. Paar all die Schuhe. So, das ist hier vor 4 Jahren gekauft mit Beatmung von unten gegen Fußpilz. Geox, das atmet, ja. Geox. Oh Gott, ja, bist aber doch schon steif, ne? Aber so ist es. Du bist ja Opa auch. Warte, es gibt von Opa. Goethe einen Spruch. Gern gedenke ich der Zeiten, da alle Glieder gelenkig bis auf eins. Nie kehren sie wieder. Steif sind alle Glieder bis auf eins. Bis auf eins. Goethe. Goethe. Ja, und der hat's gewusst. Wie bist du denn so als Opa? Ganz schrecklich. Echt? Ganz schrecklich. Aber ich dachte, da kommt jetzt mal was Schönes. Irgendwas Versöhnliches. Also, er ist so lieb. Er ist die Schwiegertochter mit unserem Enkelsohn, ein Jahr war er alt und sie kamen zu Weihnachten und ich sage, Philipp, wann fahrt ihr wieder? Wir bleiben. Sie blieben 4 Wochen. Nein! Ja, 4 Wochen. Ich sage, Philipp, das machst du niemals mehr. Komm, wir singen. Ich habe mir einen Rasentraktor angeschafft und das durfte ich immer nicht, weil die Regenwürmer nicht von dem Rasenmäher erschüttert werden sollten, hat meine Frau gesagt. Ich habe dieses Enkelkind, ich habe gesagt, Marion, dieses kleine Kind sitzt beim Großvater auf dem Schoß und fährt mit dem Traktor. Das ist doch so ein schönes Bild. Gut, sagt sie, kauft den Traktor. Und es ist wirklich so, über den Traktor habe ich Bezug zu ihm gefunden. Er kommt und sagt, Traktor. Ach, dann ist ja dann fahre ich 2 Runden und dann verabschiede also, ich mich. Also dann wirst du doch. Und dann ist es schon wieder langweilig. Lied, wie ich finde, könnten wir mal genau. Der Mensch lebt durch den Kopf, sein Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur durch deinen Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er Lug und Trug. Ja, mach nur einen Plan.
klar, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, den tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug, schlecht. Doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Juhu! War das jetzt für dich gerade eine Anspannung, dass du so singst? Ja, weil... Ich meine, was hast du alles schon gemacht in deinem Leben? Sachen, ja, die keiner von uns konnte. Und das hat dich jetzt gerade... Ja, weil du Druck aufgeregt machst. Weil ich? Du das so gut... weil ich weiß, dass du eine grandiose, rhythmisch begabte, melodiös begabte und ich muss alles mühsamst erarbeiten. Wenn man sich irgendwo gehen lassen kann, dann hier bei mir. Okay. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt mal die Bierdeckelchen alle ein und setzen uns mit dem Popo hier irgendwie rauf. Ja. Ich rutsch da mal durch. Wo sitzt du? Ja, ich würde jetzt, sage ich mal, mich mittig setzen und du sitzt da und du sitzt da, wenn wir das vielleicht so machen wollen. Weißt du, woran man merkt, dass man alt ist? Nicht, du bleibst zwei, so nicht stehen. Zwei zusammen. Ja. Oh. Ja. So, jetzt ihr. Irgendwie kommst du da rüber, ne? Ah, ja. Oh nein. Ich trampel, aber wir müssen da nicht mehr rauf. Frau Müller wischt dich morgen trocken. Ich glaube, wir müssen da nicht mehr rauf. Toll. Rück dir ran, Jungs. Du bist ja schon fertig mit deinem Bierdeckel. Jetzt komme ich doch in Schwitzen. Winfried, ehrlich, weil jetzt doch warm ist? Ah. Nee, weil die Sendung einen merkwürdigen Verlauf. Ich sehe. Findest du? Ja, meine Frau habe ich schon im Genick. Die wird weil sagen, die sagt, hast du bist wieder? So scheiße. Ach Quatsch. Dann will sie dich nur klein machen, wenn sie das sagt. Okay. Meinst du, sie sagt, du bist so scheiße? Nein, aber ich sehe in ihren Augen, was sie davon hält, was ich wieder von mir gegeben habe. Überhaupt und sie nicht. Kennt das ja alles. Sie kennt ja die Geschichten, ist ja alles Wiederholung. Hättest du gern eine junge Geliebte? Ja. Weiter. Bist du denn groupie-empfindlich? Nee, es ist eine ganz interessante Geschichte. Als ich aus der DDR wegging, wo mich, glaube ich, wirklich fast jeder kannte und in West-Berlin über den Kudamm ging, habe ich mich immer umgedreht. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Keiner kennt mich so. Und jetzt, nach dem Dschungel, wenn wir bei der Tournee jetzt eben an einer Autobahnraststätte zum Pinkeln gehalten haben, dann ging ein Geschrei los und die kamen an. Es ging nicht um mich. Es war der Mann aus dem Dschungel. Es gibt keine Bierdeckel. Ja. Es gibt den Bierdeckel. Guck mal. Nicht weg, du, das ist eine Frage drauf, die hatten wir noch nicht. Ja, also ich bilde mir nicht ein, dass ich das bin, den sie da. Aber ich mag das Gefühl. So, ich war auch glücklich, als Frau Merkel den Film sich ausgewählt hat. Die Königin hat meinen Film ausgewählt. Ich habe mich selber gewundert. Ich habe mich gewundert. Unsere warum Kanzlerin ich hat das gesagt, ihr Lieblingsfilm ist Paul und Paula. Ja. Und die Lieblingsschauspieler der DDR war auch du und Frau Domrose. So, aber das ist, Frau Merkel ist eine Frau wie jeder andere. Aber ich habe mich gefragt, warum finde ich das besonders gut? Naja, klar, weil sie die Königin ist. Weil bist sie du, die Königin ist. Bist du so ein FKK-Fan wie alle anderen Ossis auch? Nein. Nein? Nein, du hättest ich habe es nie gemocht, weil ich mich nie, ich fand mich immer schlottrig. Okay. Aber seit dem Dschungel wissen wir, er könnte es. Er könnte es. Ja. Nein, das war ja auch, das, na okay, ja, gut. Ja, das war gut. Ich bin wohl, er hing so erschlafft runter, dass er den Eindruck erweckte, er sei sehr groß. Ja. Aber gut. Besser so als anders, nicht? Also. Ja, besser so als anders. Ja. Also, ich habe ja, das ist ja die Gemeinheit, ich habe die Redaktion gefragt, gibt es einen Ort, wo man eine Privatsphäre hat. Ja, um die Toilette herum. Okay, ich bin es gewöhnt, mich morgens in Teamwäsche zu machen. Und habe gedacht, dann auf einmal habe ich gesehen, da ist ja eine Kamera, die macht Nium. Da ist eine Kamera, die macht Nium. So, und da war es aber schon passiert.
Hat's geschadet, würdest du sagen? Nein, es ist mir so scheißegal. Weil du sagst doch auch, du hast so exhibitionistische Anwandlungen. Ja, das ist mir egal. Ich finde nur ein Versprechen, was man gibt, muss man auch halten. Also ich meine. Werden deine Groupies auch mal älter? Hast du sowas? Ja, ich habe die Biografie ganz schnell geschrieben, weil ich dachte, sie sterben ja alle weg, die mich noch kennen. Konnte man als DDR-Schauspieler Sex and Drugs and Rock'n'Roll leben? Das stand in der Stadtsicherheitsakte. Ja, die haben sich das so ausgemalt, aber das war natürlich nicht. Ist ja Quatsch. Ich bin nach außen ein Abenteuertyp, aber eigentlich ein ganz... Potato. Sonst wäre ich nicht so alt geworden. Meine Kollegen sind alle tot. Hast du denn mal richtig also so berauscht, richtig, auch auf der Bühne gestanden, mal richtig betrunken und ja, so? Ja, ja. Ach, echt? Ja, ich habe Texte vergessen, richtig Texte. Also, in welchem Alter? Don Juan, 40, genau, 40. Ich habe meinen 40-jährigen Geburtstag unter dem Traps in der Garderobe und wurde von dem Hausmeister gebeten, das Theater nur endlich zu verlassen, was ich nicht mehr konnte. Sozusagen, das war der Tiefpunkt meiner Alkohol. Hier, Fürst Bismarck. Was war schön im Dschungel als letztes, würde ich das gerne wissen. Ja, es war grandios, weil ich zurückgebeamt worden bin in meine 16-jährige Pfadfinder- oder wie sagt man, Ferienlager-Situation, wo wir mit den Mädchen so, weißt du, umgezeltet haben und ich Motorrad fahren lernen durfte. Diesmal mit Kameras, aber es war so Wahnsinn, es war wie Platoon oder was, also wirklich, wie wir da in der Nacht ankamen und diese Lampen da alle waren und das Gezirpe und die Schlangen und das, eklig schön. Winfried. Ja? Ich freue mich, dass du so toll bist, wie du toll bist. Nee, wirklich, finde ich wirklich ganz, ganz toll. Ich habe wenig Schauspieler hier gehabt, Danke. Die so offen reden und loslassen und erzählen. Und ein bisschen verkannt finde ich, dass man dich jetzt nicht in so Kinosachen noch so einsetzt. Wäre das noch mal was wir in die Kamera sagen könnten? Charles Aznavour hat jetzt gerade eine Tournee mit 90 begonnen und auch Belmondo mit halbseitiger Lähmung, Gehirnschlag, hat wieder einen Film gemacht. Und selbst Herr Hallervorden macht wieder einen Film. Also bitte, ich bettel nicht, macht es. Macht es einfach. Ja. Ich glaube auch. Ja. Guck mal, Applaus! Jetzt ihr. Und das Schöne ist, dass ich ein Lieblingslied habe. Und wenn gerade nicht Miss Platinum läuft, weil ich kann sie ja nicht nur hören, dann höre ich immer mein Lieblingslied von der tollsten österreichischen Band. Man denkt immer, Österreich, gibt es da tolle Bands? Ja, es gibt sie! Begrüßen wir mir Männer! Woo!